Na gut, dann wagen wir uns mal an diese Master-Theoreme ran. Das ist übrigens 3.3, es tut mir leid. Das ist natürlich ein kleiner Fehler, sollte 3.3 heißen. So, also nochmal, wie gesagt, die Einsatzmethode, die wir vorher hatten hier, das Einsetzen, das Sukzessive, das ist natürlich furchtbar unangenehm. Und deshalb gibt es zur Analyse von Rekursionsgleichungen eben so eine Toolbox, die wir gerade schon angesprochen haben, aus einer oder aus mehreren universellen Formen. Und der Punkt ist der, dass man dann versucht, seine eigene Rekursionsgleichung sozusagen auf diese Toolbox, also auf diese universellen Formen sozusagen zurückzuführen. Und mit Hilfe von diesen universellen Formeln, das sind die sogenannten Master-Theoreme, kann man eben dann auf obere Laufzeitschranken für seine eigene rekursive Funktion folgern. Ja? Allerdings ist natürlich die Hauptherausforderung dann, schönes Toolbox, aber das richtige Werkzeug zu finden. Ja? Das heißt also, für eine rekursive Funktion, die man da hat und die man abschätzen möchte, muss natürlich erst das passende Werkzeug gefunden werden, also das richtige Master-Theorem angewendet werden. Ja? Und wir schauen uns hier insbesondere zwei Theoreme an, die recht wichtig sind. Das eine ist das sogenannte Divide-and-Conquer-Theorem. Das ist, wenn man Rekursionsgleichungen folgender Form hat, also der Basisfall, das ist also wir versuchen wieder abzuschätzen, t von n, ja, die Laufzeit von einer rekursiven Funktion. Der Basisfall für n kleiner gleich 0 ist eine Konstante und der Rekursionsfall, den kann man eben grundsätzlich abschätzen als a mal den Rekursionsaufruf, den schauen wir uns gleich an, plus irgendeinem zusätzlichen Aufwand. Ja, das heißt also, der Rekursionsaufwand wird multipliziert mit a plus einem weiteren Aufwand f von n. Und der Rekursionsaufruf ist jetzt hier eben nicht einfach nur n minus 1 oder irgendwas, sondern n durch b. Ja, Vorsicht, also das heißt, dass schrumpft möglicherweise schneller oder es terminiert möglicherweise schneller als in n Schritten. Also das hier für n größer 0, das ist quasi der Rekursionsaufruf. So, da sind ein paar Platzhalter drin. Also das C ist, also das sind alles Konstanten hier, a, b, c und wie wir gleich sehen, noch d. Das C, das ist der Aufwand für den Rekursionsanfang, der ist größer 0. Das A, mit dem sozusagen der Aufwand für den Aufruf multipliziert wird, das heißt, der wird möglicherweise mehrmals aufgerufen, ja, der ist auch größer 0. Das B hier im Nenner ist auch größer 1 in dem Fall, größer 1, das heißt, ja, das wird möglicherweise halbiert oder sogar gedrittelt oder was auch immer in jedem Aufruf oder auch einfach nix, aber nix ist natürlich ein Schmarrn, weil muss größer 1 sein. So, und dieser zusätzliche Aufwand hier hinten, der ist vom Aufwand her O von n hoch irgendwas, wobei das d ist eine weitere Konstante eben, was ich schon gesagt habe, das kann größer gleich 0 sein. In dem Fall, wo es 0 ist, ist der Aufwand natürlich konstant. Wenn es d gleich 1 ist, ist es linear, d gleich 2 ist es quadratisch und so weiter. Das heißt, hier hinten kommt noch ein zusätzlicher Aufwand hinzu bei jedem Rekursionsschritt, der eben immer n hoch d ist für ein geeignetes d. So, und wenn man jetzt tatsächlich, also wenn das hier alles gilt, dann kann man das tatsächlich abschätzen und zwar auf drei Arten. Das kommt jetzt auf das d an und das also wie d und a und b im Verhältnis zueinander stehen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch. Wir schauen uns alles nochmal ein bisschen genauer an. Das ist jetzt erstmal nur das Theorem. Also wenn das d hier, also der Aufwand für dieser zusätzliche Aufwand für den Rekursionsschritt, der ist ja n hoch d. Ja? Wenn dieses d größer als log ba ist, dann wird das sozusagen von diesem Schritt hier dominiert. Dann ist insgesamt die Abschätzung O von n hoch d. Das heißt also in dem Fall dominiert sozusagen dieser Faktor hier hinten. Macht vielleicht auch Sinn, wenn man sich das hier anschaut. Ja? Also log ba ist kleiner als d, dann wird sozusagen das hier vorne, ist einem wurscht sozusagen, das ist wurscht, was hier vorne passiert, das dominiert das Ganze. So, wenn d gleich log ba ist, dann wird das sowohl von hier vorne als auch von der Anzahl der Rekursionen dominiert, das ist dann n hoch d mal log n. Und ganz zum Schluss, wenn d kleiner gleich log ba ist, dann wird das sozusagen von dem vorherigen, von dem, von dem
von dem ersten Summanden hier dominiert und nicht so sehr von dem f von n, dann ist nämlich die Gesamtkomplexität o von n log hoch log ba. Ja? Das ist ungefähr dann der Aufwand, der sozusagen hier vorne entsteht durch die Rekursion. Und ja, nur zur Vollständigkeit halber, also falls das b kein echter Teiler von n ist, dann wird statt t von n b hier vorne natürlich auch upper oder lower genommen. Ne? Also aufrunden oder abrunden ist natürlich hier völlig okay. Ja? Und es gibt auch weitere alternative Darstellungen für dieses Divide-and-Conquer-Master-Theorem, das können Sie mal im Kommen nachschauen. So, das klingt jetzt ein bisschen nach, ja, was eigentlich, eierlegende Wollmilchsau oder also so ein bisschen Buch mit sieben Siegeln. Wir versuchen mal ein bisschen das Ganze ein bisschen ja, nahbarer zu machen und schauen uns einfach dieses Beispiel hier an. Also es sei das t von n, also der Aufwand hier für den Rekursionsschritt t von n halbe plus n und der Aufwand für den Basisfall ist t von 1 ist c0. Ja? Das heißt also, das c hier in dem Beispiel wäre das c0. Und das A in dem Beispiel hier vorne, sehen Sie das? Also das ist der Aufwand, den wir hier haben. Das heißt, das ist A mal irgendwas. Das A ist in dem Fall 1. Ja. A mal T von NB, T von N halbe, das heißt, das B ist 2. Ja. Plus F von N plus N, das heißt, F von N ist O von N hoch 1, also O von N. Ja. Und ja, wenn wir uns das anschauen, dann gilt hier, welcher Fall? Das d ist gleich 1 und das ist offensichtlich größer als 0 und 0 ist nämlich log 2, 1, log 2 von 1. Das ist also log ba, das ist log 2 von 1, das ist 0 und das ist offensichtlich kleiner als das d hier, ne, das 1. Insofern sind wir hier in dem ersten Fall. Das heißt also, der Aufwand von diesem Rekursionsaufwand kann abgeschätzt werden mit O von n. Ja? Und das ist doch schon mal was. Das heißt also, wenn wir eine Rekursionsgleichung haben, die eben folgenden Aufwand hat, im Basisfall hat es einfach irgendeine Konstante, das ist uns wurscht, und im Rekursionsfall hat es den Aufwand t von n halbe plus n. Ja? Wobei n halbe der Rekursionsaufruf ist. Das heißt, offensichtlich muss es mit n halbe aufgerufen werden. Das heißt also, pro Rekursionsaufwand Aufruf halbiert sich die Eingabe. Ja, das ist also der Punkt hier. Also hier im allgemeinen Fall pro Rekursionsaufwand wird die Eingabe um den Faktor b kleiner. Und hier in diesem Beispiel ist es um den Faktor 2. Also es halbiert sich zu jedem Rekursionsaufruf. Dann kann man das eben hier abschätzen mit O von n. Ja? Und ja, Sie sehen, das ist also relativ angenehm in dem Fall. Ja, und so können Sie das eben immer abschätzen. Also Sie müssen sozusagen erstmal abschätzen, wie stark reduziert sich denn tatsächlich meine Eingabe pro Aufruf sozusagen. Ja? Und also das ist das hier, das ist der Faktor b. Dann, wie viel zusätzlichen Overhead habe ich sozusagen in jedem Rekursionsschritt? Das ist das f von n. Und wie häufig wird denn tatsächlich das Ganze aufgerufen? Das ist das a hier. Ja? Und wie gesagt, in unserem Beispiel hier wird das Ganze nur einmal aufgerufen. Die Eingabe halbiert sich pro Aufruf und der zusätzliche Aufwand pro Aufruf ist linear. Das ist das eine. Ja? Und dann kann man das Ganze eben abschätzen mit Hilfe dieses Master-Theorems hier mit insgesamt O von n. Also das heißt, den insgesamt linearen Aufwand. Gut, so und natürlich müssen wir uns das jetzt ein bisschen zu Gemüte führen. Warum ist denn das tatsächlich? Warum gilt denn das Master-Theorem? Und dazu gibt es einen relativ lustigen Beweis. Also, naja, so lustig ist er nicht, aber er schaut ein bisschen übel aus. Aber er ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir schauen uns das einfach mal an. Ja? So, also das t von n, ja, im Rekursionsfall, das ist genau das, was wir gerade hatten. Das ist a mal t von n durch b plus f von n. Ja, das heißt also, t von n ist a mal t von n durch b plus f von n. Das ist einfach nur der Rekursionsfall. So viel Aufwand habe ich für einen, um t von n auszurechnen. Ja, das ist also jetzt abhängig insbesondere von t von n durch b. So. Ja, t von n durch b, das kann ich auch aufrufen. Ja, dann bekomme ich sozusagen, also was ist der nächste Aufwand sozusagen? Ich
Das verringert sich wieder um den Faktor b. Das heißt also, ich habe außen dran den Faktor a, außen dran den Faktor f von n und für dieses t von n durch b habe ich wiederum den Aufwand a mal t von n durch b Quadrat jetzt, ne, weil um den Faktor b wird es kleiner, plus den Aufwand, den ich da hinten habe, von der Eingabe. Die Eingabe ist n durch b, das heißt f von n durch b kommt hier rein. Ne? Also in der inneren Klammer hier, das hier ist der Aufwand für den Aufruf t von n durch b. Ja? Und außerhalb der Klammer ist natürlich nach wie vor das a und das plus f von n. Ja? Und innen drinnen ist es jetzt halt alles, die Eingabe ist jetzt nicht mehr n, sondern n durch b, das heißt, ich habe a mal t von n durch b, das ist n durch b Quadrat, plus f von n durch b, das ist das hier. Ja? Okay, und jetzt kann man das Ganze natürlich weiter einsetzen. Also als nächstes müsste man hier sozusagen n durch b Quadrat einsetzen, wieder in diese Formel und so weiter und so weiter. Wie lange geht denn das Ganze? Das müsste man sich jetzt mal ausdenken. Das Ganze geht tatsächlich bis t von 1, das ist t von n durch n. Und die Reihe hier im Nenner, die ich hier bekomme, sozusagen, ja, das sehen Sie hier auch nochmal, ja, das ist also a Quadrat plus n durch b Quadrat plus, also wenn Sie das ausmultiplizieren hier, ja, plus a mal f von n durch b plus f von n und so weiter und so weiter. Was ist denn der Nenner hier, also der Faktor, um den sich sozusagen die Eingabe immer verkleinert. Ja, das ist also am Anfang b, dann b Quadrat, beim dritten Aufruf ist es b hoch 3, beim vierten Aufruf ist es b hoch 4 und so weiter und so weiter. Und das geht so lange, bis, ja, bis ich n durch n habe im Aufruf. Ne? Also t von n durch n, das ist dann t von 1 und dann bin ich fertig. Dann terminiert diese Rekursion. So, was ist n? Wie kann ich n durch irgendein b hoch irgendwas ausdrücken? Da schauen wir uns hier nochmal diesen Logarithmus hier an. Also b hoch log bx ist dasselbe wie x. Ja? Das heißt also mit anderen Worten, ich kann das Ganze hier durch log bn ausdrücken. Ja? Hier, beziehungsweise hier unten habe ich b hoch log bn. Das ist nach dieser Formel hier unten n. Das ist mein letzter Aufruf hier. Ja? Also b hoch log b von n. B hoch log b von x ist x, b hoch log b von n ist n und n durch n ist 1. Das ist mein allerletzter Aufruf hier und der ist dann konstant. Das ist das c. Ja? Und wie häufig habe ich das gemacht? Naja, das habe ich so häufig gemacht, dass es a hoch log bn ist, also nicht mehr a hoch 2, sondern dass der letzte Term ist a hoch log bn. Das ist genau dieser Exponent von dem b hier. Das a bekommt am Anfang hier vorne immer den Exponenten von b, hier auch und so weiter. So, und was ist, und ja, und dann geht es eben immer noch 1 zurück. Ne? Also ich gehe zurück von, sagen wir mal, b hoch 5 auf b hoch 4 auf b hoch 3 auf b hoch 2 auf b und so weiter. Das heißt, der vorletzte Faktor oder vorletzte Exponent ist nicht mehr log bn, sondern log bn minus 1 und hier unten auch b hoch log bn minus 1 und so weiter und so weiter. Und das geht dann eben, wie gesagt, hoch bis a Quadrat b Quadrat und hier zum Schluss a f von nb plus f von n. Ja? Das heißt, da haben wir das jetzt hier aufgedröselt und wie gesagt, dieser Dingens hier vorne, das ist n durch n, das ist also t von 1. Das heißt, der erste Summand hier ist a hoch log bn mal t von 1 plus, und das fassen wir, den Rest hier fassen wir einfach als Summe auf. Das ist die Summe über, das geht bis log n minus 1, Entschuldigung, mal, genau, das geht, Entschuldigung, geht bis log b von n minus 1 und i gleich 0 bis zu dieser Grenze. Und der Summand ist a hoch i mal f von n durch bi. Ja? Und dann haben Sie das hier eben ausgedrückt. Also der erste Summand ist a hoch 0, das ist 1, mal f von n durch b hoch 0 ist 1. Das heißt, also f von n, das ist also der hier, 1 mal f von n. Ja? Der zweite ist a hoch 1, also a mal f
von n durch b, das ist der hier. Der dritte ist a Quadrat, f von n b Quadrat und so weiter und so weiter. Ja, und das Ganze geht bis log b n minus 1. Das heißt, das ist diese Summe hier vorne und der letzte Summand hier, den haben wir herausgezogen. Das ist der hier vorne, ne? Weil, wie gesagt, t, ja, der Aufruf hier, der letzte, das ist t von 1 und der ist natürlich konstant. So, jetzt nutzen wir nochmal hier diesen Logarithmus-Dingens. Und zwar wie folgt hier unten. Das schauen Sie sich einfach nochmal an, genau. Also a log bn ist, ja, okay, das kann ich also hier oben mit der Formel, mit dieser Formel hier in b log b von a log hoch log b von n umwandeln. Und jetzt kann ich das hier runter holen, sozusagen mit der zweiten Gleichung hier runter. Das heißt, den Exponenten kann ich hier nach vorne holen. Das log bn kann ich hier nach vorne holen. Dann habe ich log ba und log bn so, im Exponenten. Und das kann ich nochmal nach vorne holen dann. Und dann habe ich eben n log ba. Das heißt also a log bn ist dasselbe wie n, also a hoch log bn, Entschuldigung, ist dasselbe wie n hoch log ba. Ja? Das heißt also, das hier ist dasselbe wie das hier. Ja? Die Summe hier hinten ist dasselbe, ist gleich geblieben. Okay. So, und jetzt mache ich mir mal die ganzen Konstanten weg. Das heißt, ich schätze das jetzt hier mit der O-Notation ab. Ja? Also dadurch ein kleiner gleich. Also den ersten Teil, das t von 1 ist konstant. Das heißt, das kann ich mir mit der O-Notation wegschmeißen sozusagen. Da interessiert mich nur noch dieser Faktor hier vorne. So, wie schaut es in der Summe aus? Da habe ich hier das a hoch i mal f von n durch bi. Ja, und naja, da hole ich mir sozusagen einfach entsprechend das f raus. Das f ist, wenn wir nochmal zurückgucken, das f hier ist von der f von n ist von der Größenordnung n hoch d. Das heißt, f von n durch irgendwas ist dasselbe wie O von n hoch d durch irgendwas, beziehungsweise n durch irgendwas hoch d. Ja? Also das f von irgendwas ist O von irgendwas hoch d. Und das habe ich hier einfach nur eingesetzt. Ja? Und das a bleibt hier vorne dran und die Summe bleibt auch dran. Ja? Ja, also nochmal, f von x ist O von, ist in der Komplexitätsklasse O von x hoch d. Ja? Und das setze ich hier einfach ein. Ja? Also hier ist das x, das ist n durch bi. B hoch i und jetzt habe ich hier das einfach eingesetzt. Okay, so jetzt ziehe ich das O von n hoch d raus. Also hier bleibt der erste Summand bleibt. Ich ziehe das O von n hoch d, Entschuldigung, O von n hoch d ziehe ich aus der Summe hier raus. Dann habe ich O von n hoch d mal dem, was in der Summe drinnen ist. Das ist das a und das b hoch i hoch d und das kann ich eben hier vereinfachen, indem ich das hoch i hier sozusagen reinziehe und dann habe ich hier eben a durch b hoch d und insgesamt hoch i. Ja? Also eigentlich haben wir nicht groß viel gemacht, außer dass wir uns nur überlegt haben, okay, wie geht denn der Nenner? Also wie wird das immer kleiner? Was ist sozusagen immer der Anteil oder der Faktor, um den die Rekursion kleiner wird? Ja? Und dann haben wir uns das einfach hier als Summe aufgeschrieben, ne, ganz einfach, bis es nicht mehr weitergeht, bis ich also zu dem Basisfall komme. Und dann habe ich einfach nur noch umgeformt, ja, und hier die O-Notation sozusagen eingesetzt. Ja, sonst habe ich eigentlich bisher nicht viel gemacht, auch wenn es ein bisschen nach geiler Scheiß ausschaut, ja, aber eigentlich haben wir sonst nicht viel gemacht. So, jetzt schauen wir mal weiter. Also, was machen wir denn mit dem hier? Jetzt habe ich hier schon mal ganz gut abgeschätzt, aber was mache ich denn mit dieser Summe hier noch? Da mache ich jetzt noch einen Trick. Gut, auf den muss man kommen. Wäre ich auch nicht gekommen, sage ich ganz ehrlich. Ja? Also, falls, ja, schauen wir uns die Summe hier an, falls dieser Faktor hier, diese Summanden hier immer ungleich 1 sind, ja, dann gibt es eine sogenannte geometrische Summeformel. Das ist diese hier. Summe von i gleich 0 bis n von q hoch i ist, falls q ungleich 1 ist, eben dieser Ausdruck hier. Ja? Und das ist genau, also q hoch i, wir haben irgendwas hoch i und die Summe davon von i gleich 1 bis irgendwas. Also das ist genau
1 minus q von irgendwas plus 1 geteilt durch 1 minus q. Ja. Okay, so, das heißt, das können wir hier einsetzen. Haben wir einfach hier eingesetzt. Das ist also die beiden Summanden hier vorne mit der O-Notation haben wir schon. Und hier haben wir jetzt einfach diese geometrische Summenformel eingesetzt. Okay, super. So, jetzt müssen wir einfach weiter umformen. Das sind jetzt wieder Logarithmen, die wir hier irgendwie rumspielen müssen. Das müssen wir einfach jetzt nochmal nachvollziehen, ja, was wir hier machen. So, und der wesentliche Punkt ist jetzt hier, dass wir sozusagen das abschätzen. Nach wie vor, diese beiden Summanden bleiben gleich hier vorne. So, und jetzt müssen wir diesen Dingens hier vorne abschätzen. Naja, und das ist hier unten, das sind lauter Konstanten. Alles gut, ja. Und das hier oben, das können wir abschätzen. Also diese Konstante können wir auch wegmachen. Das da oben können wir abschätzen durch, naja, n hoch log ba geteilt durch n hoch d. Ja, das ist hier unten. Ne? Das heißt also nur noch diesen Punkt hier, den müssen wir noch jetzt irgendwie mit der O-Notation abschätzen. Also die Summe, die wir ursprünglich hatten. Das ist genau der Punkt, warum wir da rumgespielt haben noch. Ne? Wie gesagt, das da unten ist eine Konstante, die können wir wegschmeißen. Das ist eine Konstante, die können wir wegschmeißen. Der einzige Dingens, der hier noch irgendwie von n, der Größe der Eingabe, abhängig ist, das ist das da oben. Und das nehmen wir jetzt einfach hier in der O-Notation, so wie es ist. Da können wir nicht mehr viel machen. Ja? Und dann haben wir eben hier die beiden Summanden und hier nochmal den Faktor, den der zweite Summand hier dazu bekommt. So, und wenn man sich das genau anschaut, dann ist das hier O von n hoch d mal O von irgendwas geteilt durch n hoch d. Ja, da kann ich das n hoch d einfach rauskürzen. Sehen Sie es? Ja, kann ich das O von d einfach rauskürzen. Das ist eine Multiplikation hier. Das ist ein Malzeichen. Das heißt, es bleibt einfach das da oben fertig. Ja, das heißt, ich habe O von n log b, n hoch log ba plus O von n hoch log ba. Das ist zweimal derselbe Summand. Das heißt, auch hier wird natürlich dann die Konstante weggeschmissen und ich bleibe hier bei O von n hoch log ba. Wunderbar, alles super, oder? So, jetzt erinnern Sie sich irgendwie, dass wir doch eine Fallunterscheidung hatten. Und das ist genau der Punkt. Wir haben auch eine Fallunterscheidung. Nämlich, wir hatten den einen Fall, dass log ba größer als d ist. Ja? Dann ist genau das, was wir bekommen haben. Nämlich, das ist unsere Komplexitätsklasse. Alles wunderbar. So, falls, machen wir es vielleicht hier unten, falls log ba gleich d ist. Ja, das ist der dritte Fall hier, beziehungsweise vorhin war es der zweite Fall. Dann haben wir das Problem, dass das hier doch gleich 1 ist. Das heißt, wir können die geometrische Formel, die geometrische Summenformel nicht anwenden. Das heißt, wir müssen das irgendwie mitschleifen, beziehungsweise das hier, wenn Sie es mal anschauen, dann ist das eigentlich die Summe von i gleich 0 bis log bn minus 1 von einer Konstanten. 1 hoch i, das ist immer konstant, das ist immer 1. Ja. Das heißt hier, diese Summe hier ist von der O-Notation her, naja, wie häufig summiere ich eine Konstante auf? Das ist log bn viel. Ja? Das heißt, das ist O von log bn. Ja? Und jetzt habe ich also O von n hoch d plus O von n hoch d mal log bn oder log n. Die Basis ist uns bei der O-Notation wurscht. Sie erinnern sich ganz vorsichtig. Und damit ist das Ganze eben O von n hoch d log n. Ja, im Fall, dass log ba gleich d ist, weil dann können wir eben diese Summe hier einfach direkt auflösen. So, und der dritte Fall ist, dass log ba kleiner als d ist. Ja, dann haben wir gesagt, okay, das haben wir vorhin gerade schon gezeigt. T von n ist natürlich nach wie vor in O von n hoch log ba. Na, das ist das, was wir gerade gezeigt haben. Das hier. Alles wunderbar. Und das ist natürlich, wenn log ba kleiner als d ist, von oben abzuschätzen als O von n hoch d. Ja, weil log ba ist kleiner als d, dann ist n hoch dem da kleiner als n hoch d. Ja? Und das ist dann der Fall, in diesem, ja, wenn das hier gilt. Puh, ja, das war der Beweis. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber vermutlich brauchen Sie jetzt eine Pause. Ich würde vorschlagen, wir gehen alle nochmal kurz Pipi und lüften mal kurz das Gehirn aus. Und dann schauen wir uns natürlich noch das Zweite an.
Das zweite Master-Theorem, das habe ich Ihnen auch noch mitgebracht. Gibt es auch noch einen kleinen Beweis dazu? Der geht allerdings nur über eine Folie. Insofern hoffentlich ein bisschen einfacher. Ja, bis gleich.